Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, zu einem Daily Update. Es ist der 24.04.2018, 17.55 Uhr. Wir haben gestern den Durchbruch geschafft durch die 9000, beziehungsweise heute um 1 Uhr morgens sowas, glaube ich, war es. Ich habe auf alle Fälle schon geschlafen, also war es bestimmt nach Mitternacht. Wir schauen uns jetzt an, wie es denn beim Bitcoin weitergehen könnte, ob es denn nach einer Korrektur ausschaut, wie diese Korrektur ausfallen könnte. Wir machen einen kleinen Exkurs Richtung Marktpsychologie. Wir schauen uns gewisse Patterns an und ich zeige euch, wie ihr solche Trends immer erkennen könnt. Und ich würde sagen, bevor ich loslege, nochmal einen kurzen Hinweis auf unsere Telegram-Gruppe. Den Link findet in der Beschreibung. Sind wieder auf CoinMarketCap und es sieht wirklich unfassbar gut aus. EOS mit 17% im Plus allein seit gestern. Bitcoin Cash hält sich immer noch stable bei knapp 1,5K. Ripple pusht wieder ein wenig nach oben, Ethereum jetzt auch im Plus und Bitcoin endlich über 9K. Können wir dieses Momentum halten? Ist dieses Momentum gesund? In dem Momentum, wo wir knapp 50% oder 40% nach oben pushen innerhalb von 10 Tagen, diese Frage müssen wir uns jetzt einfach stellen und wir müssen uns auch der Frage stellen, ob denn eine Korrektur kommen könnte. Wir haben jetzt wirklich alle Coins im Plus, außer hier noch Bitconnect. Bitconnect knapp 2,72% im Minus nach einem massiven Run auf knapp 1,57 $, also Bitconnect auch am Bullrun beteiligt, von 47 Cent auf unfassbare 1,50 $ hochgerascht, aber Bitcoin momentan schon in der Korrektur. Die Frage ist jetzt, kann diese Korrektur von Bitconnect auf Bitcoin überschwappen? Und wir schauen uns das Ganze auch gleich an. Ich habe auch hier ein, zwei Nachrichten. Die Talking Heads sind wieder am Start. Jedes Mal, wenn wir bullische Nachrichten haben, kommen auch wieder Leute zum Vorschein, die uns ihre Bitcoin Predictions an den Mann bringen. Und hier haben wir auch einen Early Investor in Tesla und Skype und der sagt eben, dass Bitcoin größer sein wird als das Internet und alle diese drei Firmen zusammen. Ich mag solche Vormeldungen eigentlich nicht so, weil die Leute meistens mit irgendwelchen Zahlen um sich werfen, die kein Fundament haben, aber ich dachte mir einfach, um den FOMO in meiner Community nochmal zu schüren, um euch nochmal ein wenig Power zu geben, vielleicht den Bitcoin noch ein paar Dollar noch umzupushen, bringe ich auch diese FOMO-Meldung mit rein und ich würde sagen, wir switchen jetzt aufs Wesentliche, wir gehen back to business und schauen uns den Bitcoin-Chart an. Das Ganze sieht jetzt momentan so aus. Und ich würde sagen, wir starten damit, ob man denn diesen Uptrend gesehen hat oder gesehen hätte können sozusagen und wie man denn so einen Uptrend auch trainen kann. Ist jetzt hier natürlich nicht mehr so gut zu erkennen wie gestern, aber wir können uns hier auch nochmal die Trendlines anziehen. Könnte die Trendlines entweder in diesen Bereich irgendwie reinlegen und dann hätte man ein Symmetrical Triangle. Symmetrical Triangle heißt, dass die Highs höhere, also die Highs werden lower, sorry, und die Lows, die werden gleichzeitig auch höher. Das heißt, es ist symmetrisch. Symmetrisches Triangle hat verschiedene Bedeutungen. In einem Downtrend bricht es meistens nach unten aus und in einem Uptrend bricht es eigentlich fast immer nach oben aus. Das hätte man erstens mal so anlegen können, wenn man das Ganze noch exakter anlegen will und wenn man diesen Tag hier, das war der 21.04. in seiner Analyse, gar nicht mit einbeziehen will, dann könnte man das Ganze auch als eine Art Ascending Triangle zeichnen und das wirklich irgendwie so anlegen. Und dann hätte man noch mehr Druck von den Bullen, diese Resistance zu durchbrechen, wenn man das Ganze jetzt so hochzieht. Das ist jetzt zwar nicht das schönste Ascending Triangle, aber es würde auch Sinn machen, weil wir haben hier 1, 2, 3 Highs, die gleich hoch bleiben. Und es ist einfach ein Indikator für Momentum, wo wir einfach davon sagen können, dass die Bullen wahrscheinlich bald den Breakout schaffen werden. Warum? Wieso? Weshalb? Wie funktioniert sowas? Ihr müsst euch vorstellen, wenn das jetzt ein Triangle ist, wenn wir das hier hochziehen und die Highs bleiben gleich hoch, und der Kurs sich da in diesem Triangle hin und her bewegt, irgendwie so halt, dann müsst ihr euch vorstellen, die Pressure, also der Druck von den Bullen, sorry für die englischen Wörter immer, der Druck von den Bullen, der wird immer größer, das Triangle, also das Dreieck zu brechen. Und die Bären können dem Druck eigentlich selten standhalten. Wir sehen uns auch gleich beispielsweise der Vergangenheit an. Im Gegenzug haben wir natürlich auch ein Descending Triangle, das heißt ein abnehmendes Dreieck. Da haben wir natürlich genau den umgekehrten Fall. Der Druck der Bären wird immer größer und das Triangle ist eigentlich prädestiniert dazu auszubrechen. In dem Fall haben wir jetzt die bullische Variante gehabt, sprich wir haben immer höhere Highs. Und wo dann für mich wirklich Go-Time war, das ist bei dieser Kerze hier, sorry, ich lösche das gerade nochmal raus, damit wir das hier nicht im Weg haben. Wo wir wirklich Go-Time hatten, ist einfach bei dieser Kerze hier. Seht ihr diese Kerze hier? Das war jetzt wirklich das letzte Mal, wo die Bären versucht haben, den Bitcoin unter die 8,7K zu drücken. Das war dann hier. Und als wir dann diese Kerze geformt haben, das ist ein 15-Minuten-Timeframe, müsst ihr euch vorstellen, die Kerze wurde bis hier nach unten gepusht und in einem 15-Minuten-Timeframe haben es die Bullen auch wieder verteidigt und bis nach hier oben gepusht. Das ist eigentlich unfassbar.
Wenn ihr nicht wisst, was Candlesticks sind, Candlesticks, zum Beispiel jetzt dieser Candlestick, kann man als Hammer bezeichnen, eigentlich auch wenn der Körperraum ziemlich groß ist. Das heißt, in dem Fall, das hier unten ist der gesamte Weg, den die Kerze eben läuft. Und nur weil die Kerze jetzt rot ist, heißt das nicht, dass die Kerze bearish ist. Ich sehe das ziemlich oft bei Anfängern, dass sie denken, wenn eine Kerze rot ist, ist es automatisch bearish. Auf keinen Fall. Diese Kerze hier ist die bullischste Kerze, die man in dem Pattern sehen kann, weil man einfach sieht, dass die Bären nach unten null Chance haben. Wenn man den Öffnungspreis und den Schlusspreis, die eben dann die Kerze an sich bilden und die dünnen Striche nach oben und nach unten, die zeigen eben an, in welchem Bereich sich die Kerze zu dem Zeitpunkt eben bewegt hat, zu welchem Öffnungspreis und zu welchem Schlusspreis. Gerade nochmal die ganzen Basics erklärt für die Fortgeschrittenen und euch, sei es mir verziehen, aber es schauen auch viele Anfänger zu. Und hier war dann einfach Go-Time. Hier bin ich sofort lang gegangen, ungefähr in diesem Bereich. Und muss aber auch dazu sagen, ich habe den Breakout nicht mitgenommen. Ich bin hier long gegangen und bin das erste Mal rausgegangen bei der ersten, ja, Akkumulierungsphase sozusagen und habe meinen Profit hier genommen. Einfach aus dem Grund, weil ich wirklich zwei, drei schlechte Tage hatte, wo ich nicht viel Profit bzw. auch Verluste mitgenommen habe. Und da hat sich einfach gut gefühlt, einfach mal safe Profit zu nehmen, anstatt noch mehr zu spekulieren. Im Nachhinein betrachtet war es natürlich die falsche Entscheidung, aber ich bin schlafen gegangen und bin auf Nummer sicher gegangen. Im Endeffekt, hier war einfach Go-Time für den Long. Es war klar. Jetzt kommen wir auf das Thema Marktpsychologie. Ihr müsst euch denken, bei 9K waren extrem viele Leute, die short waren. Jeder wusste bis zu dem Zeitpunkt, dass wenn der Bitcoin auf 9K hochpusht, es ist die optimale Zeit, um zu shorten. Je öfter wir das gesehen haben, dass der Bitcoin noch umging, desto öfter wurde er runtergepusht. Dann aber hat sich das Blatt gewendet, als wir zum 1, 2, 3, hier in kurzer Zeit zum dritten Mal und hier unten ist auch noch Support. Als die Bären zum dritten Mal gesehen haben, es macht nicht wirklich viel Sinn, es ist kein gutes Setup zu shorten, weil wir es nie unter 8.700 schaffen. Und da müsst ihr euch einfach vorstellen, dass hinter den Computern, es gibt natürlich auch viele Bots, aber hinter den Computern sitzen auch Menschen mit Emotionen und die Leute, die dann immer noch hier ihre Shorts geöffnet haben und auch hier, die haben bei dieser Kerze einfach ziemlich Panik bekommen und haben wahrscheinlich auch hier ihre Shorts geclosed und sind dann eben auch auf Long gewechselt, was sie gesehen haben. Es ist kein Weg, irgendwie den Bitcoin momentan unter 8.800 zu pushen und es macht dementsprechend auch wenig Sinn, in einen Short zu gehen, da das Momentum mit diesen Higher Lows sich einfach wendet und es einfach sehr riskant ist und nicht wirklich ein gutes Risk-to-Reward-Setup ist, in einem Short zu bleiben. Das war auch dann der Grund, warum die Sell-Walls wahrscheinlich hier oben verschwunden sind und die mehr Leute eben von Short auf Long gewechselt sind und deswegen hatten wir jetzt eben eigentlich auch das Momentum, um diese Sell-Wall zu smashen. Das hatten wir vorhin nie, weil die Sell-Wall wirklich immens war und dann nach diesem Wechsel von dieser Kerze, nehme ich mal an, haben sich die, ja, Gegebenheiten ziemlich verändert. Nochmal zu den Triangles jetzt, um hier zurückzukommen. Wir haben jetzt hier mehrere Triangles gehabt in verschiedenen Tagen. Die können wir uns hier immer wieder ansehen. Man kann die wirklich auf Mikro-Timeframes zeichnen, denn es geht, die Triangles geben euch wirklich immer einen, ja, Indikator, wo man denn momentan steht. Zum Beispiel haben wir hier, ihr seht hier eindeutig schon wieder, okay, die Highs bleiben gleich hoch und die Lows werden höher, auch wenn das wieder nicht das schönste Triangle ist, aber es gibt euch einen Indikator fürs Momentum, ist gerade auf kurzen Timeframes extrem wichtig. Was passiert? Der Druck auf die Bären wird immer höher und es muss irgendwann der Breakout erfolgen. Hier wurde ich zum Beispiel ausgestoppt. Dann hatten wir zum Beispiel hier oben das gleiche Spiel, auch wenn es nur wirklich mega kleine Triangles sind, aber das sind die Zeichen, auf die ihr schauen müsst, um eben diese Trades mitzunehmen. Wir haben auch hier Higher Lows, die Lows bleiben gleich hoch, sprich, wir haben jetzt die gegenteilige Variante, wir haben jetzt ein Ascending Triangle und es war einfach klar, dass der Druck auf die Bullen zu groß wird und dass der Ausbruch nach unten erfolgen wird. Hier haben wir auch einen guten Indikator für Momentum. Hier sehen wir einfach, wie gut wir hier unten supporten. Sprich, hier mega guter Support, hier, die ganzen dünnen Dochte nach unten, das sind immer mega gute Support und das war einfach nur auch eine Frage der Zeit, bis die Bullen eben weiter nach oben pushen. Das könnte man auch irgendwie so ziehen, wenn man will, auch wenn das alles nicht teilweise so 100% legit ist, aber für mich sind Triangles einfach immer der perfekte Indikator für jedes Momentum. So, das hätten wir jetzt mal abgearbeitet. Schauen wir uns nochmal kurz unseren Count an, unseren Elliott Wave Count. Können wir davon ausgehen, dass der Elliott Wave Count mittlerweile so valide ist? Wir haben jetzt zwar hier mal 1, 2, 3, 4, 5 Wellen hochgezählt. Die Frage ist jetzt, ist dieser Count valide?
Können wir noch eine Subwave nach oben warten? Das ist momentan die alles entscheidende Frage. Wir zählen hier mal 1, 2, eine Riesenwelle 3 hoch. Hier dieses Triangle, was Welle 4 bildet. Und war das jetzt die finale Subwave 5 hoch? Das ist die Frage, die wir uns momentan alle stellen. Ich beziehe mich in meinen Analysen nicht nur rein auf Elliott Wave und schon gar nicht, wenn wir so ein bullisches Sentiment und Momentum haben wie jetzt, ist das auch ziemlich gefährlich. Wir können uns hier die Extensions anziehen, damit wir auch ungefähr wissen, wo wir denn momentan stehen im Vergleich zu Welle 3. Ich schaue jetzt gerade nochmal, ob die korrekt angezogen sind. Und dass hier irgendwo der Start der Welle 3 wäre und hier der Start der Welle 5. Dann wären wir momentan schon an einem Punkt, wo wir die 78,6 Extension durchbrochen hatten und wirklich nicht mehr weit von der One-to-One Extension weg wären. Klar, die Welle 3 war einfach so immens, dass man auch davon ausgehen könnte, laut Theorie, dass wir vielleicht noch in einen höheren Bereich pushen, aber momentan müssen wir uns einfach fragen, wie lange wir dieses Momentum noch aufrechterhalten können. Wie gesagt, Correction Target können wir auch auf diesem kleinen Timeframe mal anlegen, damit wir mal ein generelles Momentum über den Markt bekommen könnten. Das waren hier mal diese Correction Targets in diesem Bereich hier unten rein. Ich hoffe, wir bleiben immer noch über den 8K, sollten wir uns korrigieren. Momentan ist das Momentum immer noch ziemlich bullish. Man muss hier noch sagen, dass diese Resistance hier noch mega stark ist. Wir haben hier Resistance, wenn wir zurückscrollen, haben wir hier Resistance, hier haben wir ja fast Support, wir haben nicht genau getroffen, aber wenn wir das so hochziehen, hatten wir hier auch Support. Sprich, dieser Bereich wird jetzt erstmal mega heftig zu sein, dass wir da auch drüber bleiben. Es war schon gut, dass wir hier durchgepusht sind auf dem 4-Stunden-Timeframe. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier starken Support, bevor es nach unten geht. Aber wir müssen uns jetzt auch da drüber erstmal fix etablieren, bevor wir dann ja weiter nach oben schauen können. Und ich würde sagen, das Update hat heute länger gedauert. Ich hoffe, euch stört es nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.